ist ein Auto. Wir sind jetzt bei den Rosenheimkopf angekommen. Kennt ihr jemand von euch? Okay. Eure Großeltern schauen die wahrscheinlich, davon kennt ihr die meisten. Die Rosenheimkopf ist eine bayerische Krimiserie. Da geht es um die Cops, die Polizisten aus Rosenheim. Und die lösen eben in jeder Folge einen Mordfall. Jede Folge Rosenheimkopf wird 7 Tage lang gedreht und 2 Monate lang am Computer bearbeitet und geschnitten. Die werden auch nicht nur hier gedreht, sondern in Rosenheim natürlich und generell dieser ganzen Chiemgau-Region. Oh, kannst du mir doch das nehmen? Kannst du das auch nehmen? Das Auto finde ich cool. Soll ich ein Piesen? Na. Ah. Jetzt habe ich keinen. Was soll nehmen? Mhm. Bisschen viel Wackel. Mhm. Also gerade halten. Ich habe gar nichts gemacht. Yes. Also hier ist der Sheriff Justus König oder Captain Helka und die Tour bis jetzt war gut, diese mit der Field Guide, also alle Kulissenshow hier durchgeführt und jetzt sind wir fast am Ende angekommen fast und bald ist es zu Ende, also die Show. Aber es ist ein cooler 5er BMW mit dem amerikanischen Polizeilook. Yes. Cool. Also die Bavaria 5 Stadt ist echt cool. Man kann überall durchlaufen, alle Kulissen angucken, Chantal, Märchenland, Asterix, Obelix. Und das Ding, wie heißt es nochmal? Mit Bulli Rubi? Mit Bulli? Und das berühmte Klassenzimmer, Fucke Göhe 3. Yeah. Das Boot? Das Boot. Das U-Boot. Und das mit dem Bulli? Und man kann echt denken, wenn man durch den U-Boot läuft oder das Raumstation, statt aus, denkt man, man ist bei einem Museum wie Speyer, Technikmuseum wie Speyer oder Sinsheim. Da läuft man auch so ein U-Boot durch. Das ist echt cool. Guck mal. Die Rosenheimkopf kann ich nicht. Thank you.